Hallo zusammen und herzlich willkommen hier bei riffboards.ch. Ich möchte euch heute gerne mal zeigen, wie so ein Powersurfer hergestellt wird. Da ist das Modell, ich nenne es jetzt mal Masterpiece, das kommt 2016-17 auf nächsten Winter raus. Also ihr seht, wir sind schon am Testen für nächstes Jahr. Und zwar, ich würde gerne mal zeigen, wie ein Powersurfer gemacht wird, aus dem Grund, man sieht mittlerweile immer mehr Powersurfer auf dem Markt. Burton hat einen draussen, Jones hat einen draussen, also grosse Hersteller springen auch auf den Trend auf. Sie sind gute Bretter, aber sie sind ganz einfach aus Schichtholz verleimt. Sie sind nicht, sage jetzt mal, das Wahre vom Ei. Und für diesen Preis steckt eigentlich relativ wenig drin. Ich würde gerne zeigen, wie Bretter von Riffboards gemacht werden, und zwar aus folgendem Grund. Weil es sind eindeutig High-Quality-Produkte, also ich glaube, man bringt es nicht besser her, man kann keinen höheren Standard reinbringen. Ich bin selber an mir sehr skeptisch, ich tue mich immer wieder hinterfragen und mittlerweile sind wir wirklich so weit und müssen sagen, hey, besser kann man so ein Brett wirklich nicht mehr herstellen. Und zwar, wir haben verschiedene Materialien in dem Brett rein, es ist nicht einfach nur ein Holz, das bemalt wird und bedruckt, sondern es ist wirklich viel Wissenschaft und Technik drin und das schauen wir jetzt zusammen an. Wir haben hier als Kern einen Eschenkern mit Pappeln drin, und zwar ist das sehr ein leichter Kern, gleichzeitig ein stabiler Kern. Der Kern ist in der Mitte 6 mm dick, wird verdünnt bis auf 2 mm, also sehr dünnes Brett schlussendlich. Das sehr flexibel, sehr mit einem guten Flex, aber gleich, ich sage jetzt mal, man schafft es nicht, um das Brett von Riffboards zu schliessen, außer man fährt mit dem Pistenfahrzeug oder etwas drüber. Wir haben hier den Kern. Oben drauf haben wir ein Topsheet. Das ist eine kratzfeste Folie. Die wird bedruckt mit dem Logo, und zwar wird die mit Siebdruck bedruckt. Wir haben hier hinten eine Siebdruckpresse, also auch hier wieder Handarbeit drin. Unten drauf haben wir zum einen den Channel. Der Channel wird aus Balsenholz gemacht. Auch aus dem Grund, wir wollen ein sehr leichtes Brett haben. Balsenholz ist, dadurch, dass es sehr weich ist, beeinflusst den Flex nicht. Es wird noch ummantelt mit Glasfaser, also wenn ihr da keine Angst habt, ihr könnt sogar auf ein Rail oder über einen Stein fahren. Der Channel drückt ihr niemals durch oder ein. Auch der ist wirklich sehr stabil. Dann haben wir um den Channel und eigentlich als Laufbelag haben wir einen Pitex-Belag. Den kennen wir von den Snowboard und den Ski. Wir verwenden immer den durchsichtigen Belag. Jetzt ist er recht milchig. Wenn man ihn verharzt oder beim Verharzen, wird er nachher auch durchsichtig. Den Belag kann man entweder mit Siebdruck bedrucken, wie zum Beispiel hier mit dem Panda, oder aber auch wird er eigentlich meistens von mir persönlich bemalt. Mit einer speziellen Farbe unten drauf, und so ist jedes Board individuell, jedes Board extra für den Kunden angefertigt und ein Unikat. Wenn man will, kann man auch eine eigene Grafik darunter tun. Ich kann eine spezielle Folie bedrucken, die dazwischen gelegt wird. Also wenn ihr ein Firmenlogo habt, wenn ihr eine Freundin, die super zeichnen kann, euch das Brett unten gestalten und ihr unbedingt das drauf habt, was sie macht, könnt ihr mit mir Kontakt aufnehmen. Auch da kann ich wirklich individuell unten drauf tun, was ihr gerne wollt. Wir haben vorne rein, das sieht man bei den Brettern, das ist eigentlich der hellere Teil an Bord, haben wir so ein Topsheet, so einen Tipfiller. Das Material ist aus dem Grund da, solltet ihr mal mit dem Brett in den Baum fahren, mal hart anschlagen vorne dran, dass es richtig gestaucht wird, hilft das, dass das Brett nicht kaputt geht. Also ein Holzkern kann euch verreissen. Und ihr werdet vorne dann einen lahmen Kern bekommen. Mit dem Material drin bleibt eigentlich der Flex wirklich erhalten und das Brett könnt ihr wirklich durch das eigentlich nicht kaputt machen. Auf der Seite an Holzkern an kommt die ABS-Kante. Das ist sehr ein schlagfester und zäher Kunststoff. Der ist auch dazu da, solltet ihr mal irgendetwas verwischen. Es schützt den Kern, schützt das Board und ihr könnt durch das eigentlich ein voll ummanteltes Board über, das nicht kaputt gehen kann. Wir sehen hier noch die Schablone, wo der Kern ausgefräst wird. Und etwas vom Wichtigsten ist eigentlich noch das Glasfasermaterial.
Wir verwenden hier triaxiale Glasfasern, und zwar heisst das, wir haben Längsfasern drin und 45 Grad Zufasern. Und so können wir in der Länge einen guten Flex über, haben aber auch ein torsionsstiefes Board. Was wir eigentlich auch wollen, wir haben nicht so ein kleines Stück Gummi unter den Füßen. Dann, wenn wir all die Teile haben, werden die parat gemacht, werden geharzt, eingepackt in einen speziellen, ja, wie soll ich sagen, einfach speziell zusätzlich eingepackt, damit noch die Luft aus der Glasfaser rausgesogen wird, damit wir noch eine bessere Verleimung haben. Dann kommt das Ganze in so einen Sack rein. Der ist jetzt noch von den Skateboards, das ist ein Vakuumsack. Wir haben dann da unten die Schablone, wo das Brett drauf kommt. Und dann wird es so 24 Stunden gepresst. Wenn es dann aus der Presse rauskommt, wird es ausgeschnitten. Und das ist dann das finale Produkt. Wir sehen jetzt hier die einzelnen Materialien wieder. Wir sehen die Schlangenlinie hier, das war Glasfaser. Das ist einfach eher der Rand der Glasfasermatte. Wenn man das nicht will, kann man das auch sagen, schneide ich dort durchaus ab. Wir haben vorne dran den Tippfilter, das ist das Material. Ihr seht hier, das ist sehr flexibel, kann nicht kaputt gehen. Wir haben dann hier den Holzkern drunter, die ABS-Kante auf der Seite, unten drauf den Laufbelag mit den Channels. Jetzt das ist das individuell gezeichnete Logo von mir persönlich. Oben drauf kommt nachher das Pad. Das Pad ist extra gemacht worden für Powersurfer. Wir haben vorne dran eine leichte Steigung. Wir haben in der Länge ein leichtes Concave drin. Und so kommen wir wirklich eigentlich optimalen Halt beim Powersurfen über. Das ist der Leash-Halter. Der ist aus Chromstahl. Aus folgendem Grund, aus einem Draht. Das heisst, wenn ihr mal draufgehen solltet, draufstehen, er stört euch nicht beim Fahren. Ihr könnt euch nicht verletzen daran, und wenn ihr Snowboard den Berg auftragen müsst, könnt ihr dort die Schlaufe vom Rucksack durchtun und das Board hebt euch optimal am Rücken. Im Board innen hat es Inserts. Ihr kennt die eigentlich, wenn ihr Snowboard mal Binden wegnehmt. Es ist das gleiche, es sind die gleichen Schrauben drin, es ist Chromstahl, es rostet nicht. Und ich sage jetzt mal, ich weiß nicht wie viel Gewicht dass man das Ding anhängen kann, aber wir haben schon gerissen daran, etwa 6. Höhe. Geschaut, was das Zeug hat, und wir haben keine Chance, um das irgendwie auszureissen. Also, ihr könnt wirklich, euer Board bleibt an der Leash dran. Die Leash, die wir verwenden, wir haben hier noch ein Knieschlaufen, falls man nicht einen Gurt hat, um das Brett zu befestigen. Ich empfehle euch, das Brett wirklich immer um den Hüftgurt oder um den Rucksack-Hüftgurt, aus folgendem Grund: wenn ihr mal umgeht und ein bisschen höheres Tempo habt, wenn ihr rennen müsst oder das Brett euch weitergeht, wenn ihr es ums Knie habt, das Brett ist zwar leicht, aber gleich, wenn das mit einem 40er, 50er weitergeht und ihr stehen bleibt, habt ihr den ganzen Schlag auf dem Knie, und das ist einfach sehr, also ja, gefährlich, und ihr könnt euch verletzen daran. Als Leash haben wir ein Stahlseil, das ummantelt ist, so ein Coiled Leash, oben dran ein Chromstahlkarabiner. Die Leash kann sich bis 4 Meter dehnen, also eine sehr dehnbare Leash, sehr leichte Leash. Kommt alles komplett so, wie ihr es hier seht, zu den Preisen, die auf der Homepage sind. Und ich denke, ja, ich kann euch einen Eindruck geben vom Board. Es sind wirklich sehr leichte Bretter, kann man sagen. Es ist ein bisschen mehr als 2 Kilo, ein komplettes Board. Leichter geht fast nicht mehr. Dass wir eigentlich auch noch Stabilität haben. Wir haben sehr einen sehr hohen Flex an dem Board. Ich versuche es mal, das zu zeigen. Also da wirklich, ihr könnt das Brett durchbeugen. Das verbricht euch nicht. Obwohl es sogar sehr dünn ist, dass wir vorne noch da hinten Berge leicht durchschimmern sehen. Ich finde es absolut das Beste zum Fahren, das ich gefahren bin im Tiefschnee. Das Feeling, das man hat, ist unbeschreiblich. Also wirklich jeder, der mal einen guten Tiefschnee damit fahren kann, bringt das Lachen nicht aus dem Gesicht raus. Es ist wirklich der Wahnsinn. Es geht auch zum Nassschneefahren. Ist aber ein bisschen tricky. Der Schnee muss halt wirklich nass und weich sein. Mit den kleineren Blättern geht es besser. Aber auch dort, wenn ihr ein kleines Schänzchen bauen, in ein Rail oder so etwas aufstellen, könnt ihr locker einen Nachmittag lang verweilen. So, ich hoffe, ich kann euch überzeugen. Wir schauen nachher in den einzelnen Videos, gibt es noch eine Beschreibung zu den einzelnen Boards. Es würde mich freuen, wenn ihr auf der Homepage hineinschaut, und vielleicht könnt ihr euch zu dem, dank dem Video, ja, noch definitiv entscheiden, um noch ein Board bei mir zu posten. Danke vielmals, tschüss zusammen.